Moin, heute gibt es mal wieder ein kleines Bastelvideo. Moin, Carsten hier mit einer neuen Folge Kleinkram. Immer wieder produziere ich kleinere Hilfsmittel, hauptsächlich mit dem 3D-Drucker. Irgendwelche Ständer, Halter, Klemmen, Füße, irgendwie sowas. Und also Dinge, die eigentlich überhaupt kein Projekt sind und die man mal eben so nebenbei zusammenklöppelt. Heute stelle ich euch eins dieser Mikroprojekte vor, und zwar die Erweiterung meiner Monogrammkonsole. Dass ich die Monogramm-CC-Konsolen benutze, hatte ich in einem vorherigen Video schon mal erzählt, und ich hatte dort auch irgendwann eine Bodenplatte aus Foamboard gebaut, um ein Stabilitätsproblem bei den etwas größeren Konsolen-Setups in den Griff zu bekommen. Außerdem hatte ich dann auch noch ein paar Füße gedruckt, die mir dann die Möglichkeit gaben, die Platte ein bisschen schräg zu stellen. Inzwischen benutze ich für alle Programme dasselbe Layout und benötige keine unterschiedlichen Bodenplatten mehr. Daher habe ich auch die Schaumstoffplatte bzw. die Schaumplatte gegen eine 3 mm Alu-Dibond-Platte ausgetauscht. Und auch bei dieser Variante halten die Module der Konsole wieder mit Klettpads auf der Unterlage. Um diesen banalen Austausch soll es jetzt aber gar nicht gehen. Als ich letztens in der Reha war, habe ich das iPad relativ häufig als zweiten Bildschirm neben dem Laptop benutzt. Und wie sollte es anders sein? Der beste Ort für diesen kleinen Sidescreen war über der Monogrammkonsole. Die bisherigen kleinen Füße werden ersetzt und durch entsprechend größere Füße mit integriertem iPad-Halter ersetzt. Und schon hat man eine Konsole, und jetzt gibt es noch zwei Setups. Hier hätten wir mein typisches Capture-One-Setup mit Konsole, Laptop und Wacom-Tablet. Und hier das Final Cut Setup mit Tastatur und Maus.